Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Case Opening der Megatins des Jahres 2017 und heute werde ich zusammen mit Slash das ganze Ding aufreißen. Wieder zur Verfügung gestellt natürlich von Trader Online. Das ist mal ganz solide, immer so ein Megatin Case zu kaufen, sind ja immer so günstig, sind immer so ein Viertel von einem richtigen Display Case und man kriegt so viele gute Reprints, die sehr günstig sind normalerweise. Ja, sind ja glaube ich wieder 4 Sets reprintet worden. Genau. Bis Raging Tempest? Ja, von Shining Victories. Genau. Vom letzten Jahr und ja, wir haben einige coole Promos, wir haben zwei unterschiedliche neue Designs, die aber ein bisschen so vom letzten Jahr wieder so einiges geklaut haben. Wir können ja mal, ich nehme mal eine gelbe Tin, du kannst mal eine blaue Tin nehmen, dann können wir auch was zeigen. Die gelbe ist einmal Yugi und die blaue ist einmal Kaiba mit dem Kaiba Corporation Logo. Wo ist es da? Ich warte noch, dass die Kaiba Corporation Rare dann auch da drin ist. Es gibt einen, oder? Es gibt in Japan, ja. Ja, das war richtig cool. Und irgendwie waren die ja sehr kreativ, wie letztes Jahr einfach Yugi und Kaiba wieder zu machen. Ne? Wir nehmen einfach die gleichen Designs nochmal. Ich fand's eigentlich ganz cool, als sie es mit den Drachen gemacht haben, so Dark Rebellion und Buntäugiger. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das war so ein bisschen kreativer als mit den Monstern, aber Yugi und Kaiba, den haben wir schon so oft gehabt. Einmal reicht. Einmal ja, eigentlich schon sollen. Sieht man uns wieder spiegeln hier drin? Oh, ja. Mhm. Vor allem, wenn ich das lese hier, Rebarian halt, ich hab das Random Brain High gelesen. Ja, das geht nicht immer nur um dich. ja, das, was ziemlich cool ist, wir haben das erste Mal, glaube ich, Ultra Rares da drin, sonst hatten wir immer Super Rares, nur als Promos. Ich glaube, das stimmt, ja. Genau, also zwei Ultra-Rares, die in beiden gleich sind. Das ist einmal Proxy-Drache und Tofte Begin. Ja. Das ist ziemlich cool. Und die Super-Rares sind halt unterschiedlich. Ja, und die können wir uns gleich mal anschauen. Wir machen mal eine Tin machen wir so quasi vorlesend vor der Kamera auf. Und danach machen wir nur noch so, dass wir die Holos vorlesen. Ja, weil ja, ansonsten wird das Opening zu lang. Ich nehme mir mal hier eine Hälfte, quasi, dass jeder von beiden Tins drei Stück hat. Ein bisschen noch eine gelbe. Ja. Und das ist halt die Unterlage, in der das drin ist. Halt. Das wird dann in so einer Kiste geliefert, damit es auch sicher ankommt. Das brauchen wir jetzt nicht. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich fange mal mit Kaiba an, weil ich die eben auch schon hatte. Ja. Der Counter ich mit Yugi. Wer wird wohl gewinnen? Ja, damit wir ein bisschen Holo-Unterschied haben. Damit wieder das ist Alter, ist in das ist ein Pack, Alter. In einer großen Pack drin. Doppelt eingehüllt. Doppelt sleeved. Ah, cool. Wieder mal... Ein blauiger weißer Drache passt ja zur Kaiba-Tin. Ich würde sagen, wir packen in die Mitte gleich die Super Rares, Ultra Rares und Secret Rares, die wir aus dem Set ziehen, aber wir können uns einmal die Promos angucken. Blauiger weißer Drache in. Dem LOB-Artwork ist das Originale. Das erste. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Artwork. Dann haben wir Proxy-Drache. Sehr schön. Wird ja eine sehr beliebte Link-Karte sein, auf jeden Fall. Hat es ja schon, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert gehabt, ne, mit Weltkelch, dass der halt quasi die Ippen ein bisschen ersetzen kann, weil er halt ein bisschen generischer ist, also zwei Monster, du bist ein bisschen flexibel in der Summoning-Condition. Ja, ja. Und die machen einen ähnlichen Effekt. Schützen halt vor Zerstörung, das ist halt ziemlich gut. Genau, das ist ja cool, er hat links und rechts einen Marker. Ja. Dann Topf der Begin als Ultra-Rare. Nummer 68, Sunafor und das Himmelsgefängnis. Okay. Wir müssen noch dazu sagen, der Invoice ist jetzt mal nicht dabei. Normalerweise ist er ja auch mit dabei, aber ich dachte mir, okay, jetzt wo wir ihn gerade nicht rankriegen, dann machen wir es mal mit Slash zusammen. 2014 warst du nämlich, als wir damals dieses Megatin-Case aufgemacht haben, nicht dabei. Du saßt nur daneben und wir haben es aufgemacht. Ja. Ist ja eigentlich nur fair, dass wir jetzt mal das mal nachholen ohne ihn. Aber normalerweise hat er halt viel mehr Ahnung, was gerade reprintet ist. Dafür können wir jetzt leider nichts Cooles zu der Karte sagen, aber das holen wir irgendwann noch mal nach. Aber dann zu ihr können wir was sagen. Dann haben wir ältestes Wesen. Yes. Eines der... Ist das letzte älteste Wesen? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, es fehlt noch das Xyz-Monster Stufe 5, was noch ein Monster auch noch mal equippen kann. Also, es fehlt noch ein Azathoth oder so, wie der heißt. Nee. Also, hatten wir den nicht schon? Also, es gibt zwei Xyz-Monster. Wir hatten Norden. Wir hatten das Synchro. Das Synchro und es gibt noch ein Xyz-Monster. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Das kommt noch, glaube ich, irgendwann. Ah, okay. Aber ist das vorletzte und das ist halt quasi ähnlich wie Norden beschwörbar. Aber das Wichtige ist halt, man kann sie aus dem Extra-Deck werfen und damit man eine Karte zerstören kann mit Saborg und solchen Karten. Das ist ganz witzig. Oder wenn der Gegner meint, mit Lithosagim sie aus dem Extra-Deck zu schießen, geil, dann fällt das mal zurück. Ja, das sollte man nicht machen. Das ist eine tricky Karte auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann sie so als Contact-Fusion beschwören. Ich glaube, dafür braucht man keine Fusion zu nutzen. Synchro und Xyz-Monster kann man einfach weglegen und dann boing, haut man ins drauf. Genau, und kann von der Hand ein Stufe 4 Monster specialen, das ist cool. Ja, ja und hat der Zerstöreffekt. Ja. Oh, und das ist die gleiche Einschränkung wie Denglong. Auch nur einmal pro Spielzug? Ja, darfst nicht öfter specialen. Deswegen schmeißt man sie irgendwo aus dem extra Deck. Oh, und wow, eine Kaiba-Spielmarke. Mit der Kaiba Corporation im Hintergrund. Das ist sehr gut. Okay, die Packs speichert noch oder? Nee, du kannst schon mal anfangen, okay. Dann komme ich gleich im Detail auf meine Packs. Alter, die sind ja mal komplett anders, so richtig silbern. Das sieht mal anders aus. Ist ja immer cool, wenn die unterschiedlich wären. Die gibt es so ähnlich, so waren die Moviepacks früher. Ich glaube, die waren auch so in einer silbener Folie gewesen, aus den 2004er Filmen oder so, glaube ich. Ja, aber ich glaube, die hatten noch mehr so ein Muster, oder? Das ist ja wirklich komplett schwarz-weiß. Die letzten Jahre, ja. Ja. Büroboter 009 zu voller Größe wachsen, elegante Träne, Digitalkäfer, Kernkohl weiß, wahre Drachoschmiede, okay. Ryo Okami,
Tenma Taitei. Priesterin mit den blauen Augen als Super Rare. War König Barastos der Fadenzähne. Zodiac Dreizack. Sehr cool. Als Secret Rare. Doki Doki auszubildender Flötenspieler, Künstlerkumpel, Kettengiraffe, Christolisches Potenzial, Cypher Spiegelritter und Cypher Bit. Ja, die Zodiacs werden jetzt sehr, sehr günstig. Was hat wohl Konami mit den vor auf der nächsten Bandlist? Nein, das würden die ja nicht machen. Die reprinten und dann verbannen oder. Nein, das oder haben sie limitieren. 2015 gar nicht gemacht, dass die Schattenpuppen reprintet worden also, sind. Nein. Das wäre ja den Spielern gegenüber unfair. Ich meine, die kaufen sich die Karten, freuen sich darauf und dann werden die einfach so von der Bandlist getroffen. Büroboter 009, Überfallraptor, Rache, Geier, Käfernotfall, Künstlerkumpel, Muschelkrabbe, Kendo der asketische Mönch, Getriebrier Wechsel, Hochgeschwindigkeitsroid Puzzle, Metamorphformation als Super Rare, Wasserlochfallgold, Ultra Rare und Dimensionsbarriere. Oh ja. Das ist cool. Die Karte, ich glaube, die war vorher noch mal ein bisschen mehr wert. Ich glaube, irgendwie so, was war die? Die war früher sehr, sehr viel wert. Mittlerweile ist sie halt so weit runtergegangen, weil sie halt von Relevanz ein bisschen mehr abnimmt. Durch die Linkmonster, weil es halt nicht draufkommt. Draufsteht. Ja, aber war trotzdem nicht günstig. Aber sie waren halt nicht günstig, weil sie halt nur einen Print hatte in Invasion Vengeance. Und es ist ganz schön, dass wir sie jetzt haben für alle Budget-Spieler. Ich glaube, es gab irgendwie 30 Secret Rares oder so insgesamt in den ganzen Sets. Oder wie viel waren das? Ja. In ein Set zusammen gab es eine Menge, ja. 8 pro Set, glaube ich. Das sind dann 8, 16, 24, 32 Stück. 32, genau. Und davon wurde irgendwie nur die Hälfte gereprintet. Ja. Das fand ich ein bisschen. Einige sind bisschen ja halt schade. Wie der Topf der Begierden als Ultra dann hier als Promo gekommen. Andere sind komplett ausgelassen worden. Ja, muss mal gucken, welche das dann sind. Paleozoischer Marella, Hundtauer, Gewaltowandler, Christron Zugang, Cypherbit und Christron Brasiotin. Ja, das, was man sagen kann, sind alle Subterrors und alle Spirals sind komplett ausgelassen worden hier von allen Rarities. Ah. Das sind unsere TCG Exclusive Archetypes. Die Vintexen sind nicht drin, was es viele Leute aufregt in Ultra Rare Spots. Ja, Minus. Das ist nicht so gut, ja. Roter Wag, DD Gelehrter Nikola, Digitalkäfer Skarallüfter, Würfelo, Wahre Drachoschmiede, Digitalkäfer Netzlöter, Zodiac Eberbogen, Paleozuscher, Opa Binja, Lektor Pendel, der Drachoberer. Robert und törichte Begräbnisbeigaben. Yay, Reprint und hat noch nichts gerissen. Okay. Raubpflanze Tintau, ja, sag gerne. Es kommt, weil die Fluffles noch nicht ihre letzte Search-Karte haben, damit dann wird sie dann mehr gespielt. Okay. Auszubildender Flötenspieler, Doppelcypher, Christolisches Potenzial, Christron Rosenix und Cypherbit. Wie das Christolische Potenzial sagt, die Karte hat noch Potenzial. So, kommen wir zur nächsten Tint. Zur Yugi-Tint. Ich denke mal, es ist okay, wenn wir Stapel machen, oder? Ja, denke ich auch. Und da haben wir das Dunkle Magier Artwork, was bei uns, glaube ich, letztes Jahr in der Legendary Decks oder in dem Starter Deck Yugi. In irgendeinem war das ja als Common geprintet worden. Das war ja das allerneueste Artwork. Ich glaube, das war letztes Jahr. Jetzt haben wir sie als Secret Rare, was viele freut, weil viele wollten wir sie halt nicht als Common sehen, weil es ein bisschen eine langweilige Rarity ist. Oh ja, als Secret Rare sieht sie halt auch sehr, sehr sexy aus. Die sieht richtig gut aus. Ich finde, sie kann echt gut. Ja, mit dem Original-Artwork. Ist ein sehr, sehr schönes Artwork. Ich finde diesen Ring halt einfach richtig awesome. Ja, vor allem mal so eine seitliche Ansicht, ne? Sonst ist der immer direkt dahinter gewesen. Haben wir auch den Proxy-Drachen hier und den Topf der Begierden. Finde ich interessant, dass sie zweimal dieselben Promos printen. Das haben sie bisher so nicht gemacht in den Megatins. Die haben immer unterschiedliche genommen. Dann Nummer 71, Varian High, nicht Random Brain High. Random Brain High. dann haben wir Traumland. Zu der kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ja, wir können es jetzt lesen, aber wir können es auch lassen. Und die Yugi und Yami Yugi Spielmarke. Ah, ich finde die Kaiba Spielmarke irgendwie cooler. Also ja, Kaiba hat einfach ein bisschen mehr, ne? Umf. Ein bisschen mehr Umf. Hat schon Spaß im Film mit ihm, ne? Okay. Wenn wir den Film gesehen hatten. Da war er ein bisschen interessanter als andere. Ja, ja, warum ist der mal vorne? Der ist schon das dritte Mal vorne. Bürobutter 009, Käfernotfall, Künstlerkumpel Muschelkrabbe, Getriebrierwechsel, Künstlerkumpel Roboteräugige Eidechse, Künstlerkumpel Schrubbeldogge, Shiranui Sonnensage, Stabsmagier, sehr cool, Zodiac Tigermörser und noch eine Dimensionsbarriere. Playset incoming! Paleozoischer Leancholia, Quarantäne, Paleozoischer Dinomichus, Ruf des Shinobi-Vogels, fantastisches Pendel und Zelt Metall Fosivismo-Rüstung. So, die Rare können wir auch hier nicht ins Bild halten. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr Platz mit der großen Matte, ist nicht gut. Dann haben wir Wunder-Xyz, Schwerlastzug Dirikran. Was ist eigentlich mit den Trains bei dir? Hast du keine Lust mehr so gehabt? Das Deck macht nicht so viel Spaß, wie ich ursprünglich dachte. Künstlerkumpel, Aufblast Harpier, Metallfose Orikalk, Metallfose Stahlen. Kalte Stahlkörper treffen auf brennende Metallmaschinen und Mensch und Maschine vereinigen sich. Verbrennen die Seele, Metallfose Fusion. Oh yeah. Begrenzte Karten, Metallfose Krimsonit, Metallfose Kombination, wahrer König Agnimasut, der Verschwindende,
Sehr gut, das lowert seinen Preis auf jeden Fall. Er ist immer noch sauteuer, auch wenn er gar nicht so oft gespielt wird in Dinos. Ne? Hat ja geht der immer noch 20 oder was? Nein, ging noch ein 10er vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt geht, aber auf jeden Fall sehr, sehr teuer immer noch für eine Ultra Rare, die halt 1 bis 2 gespielt wird im Deck. Ja, ich frage mich immer noch, warum die so sagen, keine Ultra Rare. Das ist einfach nicht gerecht von der Spielbarkeit her. Finde ich auch. Und Zodiac Sperrfeuer als Secret Rare. Was? Spiele ich doch noch Zodiac? Wir nehmen das übrigens vor, der weiß jetzt Rimini auf. Wenn der Slash nachher random mit einem Zodiac-Deck sieht, wisst ihr, wo es her hat. Rauflanzer Tintentau, Außerbildner Flötenspieler, Doppel-Cypher, Custodisches Potenzial, Christron, Rosenix und Cypherbit. Freut euch einfach auf das Deck-Profile dann am nächsten Tag, den da kommt. Am Dienstag? Ja, okay. Das wird wieder sportlich. Wir machen unsere Deck-Profiles nachher einfach in diese Rimini. Ja, wenn man sich nichts vornimmt, dann schafft man noch nichts. Das stimmt. Nee, die machen wir auf jeden Fall. Künstler, Kumpel, Schrubbeldogge, Würfelo, Drehscheibenbahnhof, Leuchtfeuer des Weißen, Würfellops, ganz schön würfelig heute, Totem 5, Dede gelehrter Thomas. Hey, der Thomas. Thomas. Tütüt. Tundler Maria, wahrer König Agnimasut, der Verschwindende. Und noch was? Dieselbe Ultra und Secret Zodiac Sperrfeuer. Noch eine fehlt. Gott, das tut so weh, wenn man selbst noch die Original-Rarities hat von den Original. Ja, ist doch super, du kannst doch switchen auf die MPs. Hast du eine neue Version? Und Tau, ja. Irata, ne? Simon Multithreader, Geschwindigkeitsrad, Gummipreis, Millionenfresser, Schmuckkiste in der Pandora und Antike, Antibes Haubitze. Dann können wir jetzt normal. Ah, Moment! Was? Das ist das alte Design. Guck, ist hier die Kamera. Moment. Was ist das alte Design? Naja, das ist nicht mit dem. Das ist noch mit dem schwammigen Kasten. Ich glaube, das haben sie extra gemacht, weil das noch aus dem Originalset sind und nicht Link-Era ist. Ah, sie haben die wahrscheinlich nicht extra umdesignt. Ich frage mich dann, was sie nächstes Jahr machen, dann mit dem einen Set, was Maximum Crisis sein wird, und der Rest die anderen, printen die denn die anders? Was ist das für eine Logik, Konami? Ich weiß es nicht. Aber das stimmt, die sind alle noch Oldschool-Prints da. Vielleicht haben sie auch vorher gedruckt, wer weiß das. Ich hätte mich schon fast gefreut. Yay, ein Sperrfeuer im neuen Design, aber nein. Okay. Es gibt einige Hater, die mögen die nicht, weil die zu scharfkantig sind. Ich guck mal in deine Richtung. Was? Ich hate dich. Was für kein Problem damit? Das ist nur meine Meinung. Was? Okay, hier, ich geb dir mal die Promos. Engelstrompeter, oh, die ist cool. Büroboter 009 nicht ganz vorne. Büroboter Basis zu voller Größe wachsen. Elegante Träne. Nicht Scheifschnee. Drachenkern Hexenmeisterin. Rangsteigerungszauber Start für die Phantomritter. So eine krasse Klinge und krötelig umwerfen. Na, jetzt wisst ihr ja da rein, ne? Jetzt ist es okay, ne? Jetzt kannst du deine Toads dir für günstig ranholen. Toads möchte ich wirklich sagen. Genau. Paläozoischer Halluzigener, symphonischer Krieger Gitarre, Superquantal Alphanstachel, paläozoischer Kanadier Beschwörungstor und paläozoischer Dinomichus. Ja, wenn du willst, kannst du weiterlesen oder du kannst dich auch skippen. Mach jetzt nur noch die Holos machen. Wie du dich fühlst. Ich mich fühle, okay. Instant Feed. Geistungeheuer Avatar-Zähmerin Winder. Rangsteigerungsstart für die Rangsteigerungszauberstart für die Phantomritter. Der weiße Stein der uralten und kraftvoller Virus. Oh, das finde ich schön, dass die Blue Eyes Karten reprintet haben, trotz des Legendary Decks zu reprint letztes Jahr. Was, das ist ziemlich gut. Weil ich dachte, die skippen die einfach auch normal, wenn überhaupt keine guten Ultras drin sind. Das ist dann voll unfair, weil Blue Eyes ist halt so ein Deck, was nicht unbedingt competitive ist, aber was halt viele Leute wegen der Serie halt gerne spielen, wegen den Blue-Eyes-Karten halt, ne? Ja. Und dann ist es halt super teuer, das ist nicht cool. Geschwindigkeitsreuz Denden Daiko Duke. Vorbereitung der Riten. Blockdrache, die Karte habe ich noch nie gesehen. Dark Illusion war der. Der liegt auch hinten bei mir noch auf Dark Illusion rum. Irgendwo hier im Haufen. Okay, Zodiac Drachzack. Und den Rest zeige noch ich euch. Noch ein Dryden. So. Wo sind denn die anderen? Wo ist Breitbulle und so? Der ist nicht reprintet worden. Hässliche Karten werden halt nicht reprinted, sorry. Ja, stimmt, du warst der Broadbull-Hater, ne? Nein. Oder wer war der Broadbull-Hater? Chats Love, Chats Speed. Also, oh Gott, ob das jemand dann versteht? Das ist mir egal. Trade B. Trade B ist der Hater, ne? Hey, das ich parallel schon mal die Packs auf, damit das ein bisschen schneller geht. Du meinst die Tins? Zodiac Schweifpeitsche? Shinobaron Pfau, Zodiac Schweifpeitsche, Zodiac krasse Klinge und Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Yay! Yay! Ich erinnere mich noch, wie du das aus dem Random Pack einfach so rausgezaubert hast. War richtig gut. Ja, das ist halt schade, dass gerade Ash hier halt nicht mit drin ist. Das hätte ich halt sehr gerne gesehen als Reprint. Dann haben wir Geistungeheuer Avatar Zähmerin Winder, Rangsteigerungszauberstart für die Phantomritter. Erinnert mich gerade an eins deiner Packs. Der weiße Stein der Uralten. Den hatte ich auch. Das war die gleiche Kombination bei dir. Ja, und? Hungergift Fusionsdrache. Oh, das ist schön, dass der Reprint kriegt. Der ist ja relativ teuer geworden, weil halt Anime-Karte und weil einige denken, dass der irgendwann gut wird.
weil man den halt so gut fusionieren kann in zum Beispiel Fluffles und so. Und der hat einen guten Effekt. Kann man? Ja. Der ist halt, der braucht nur zwei Finsternis-Monster auf dem Spielcase, die keine Spielmarken sind. Das ist ziemlich generic. Na gut, aber du brauchst eine Fusion-Karte dafür. Ja, das spielst du ja genug Pullis. Ja, ja. DD-Gelehrter Thomas, Vorvorbereitung der irgendwie selben Kombos. Buntäugiger Wutdrache und blauäuger Zwillingsausbruchdrache. Oh ja. Boah, cool, sowas gibt's? Ja, das war ja Shining Victories. Ich weiß noch, wie DN war, der diese zwei Misprint Secrets gezogen hat auf der Sneak. Die war auch ziemlich teuer geworden. Die war ja, glaube ich, ein 20 oder so gewesen. Einfach nur, weil Anime-Karte. Ja. Zeigt dann nicht mehr mal die letzten Comments. Okay, Comments not even worth it. Oh, da war gleich richtig hart. Super starker Samurai-Schleich-Ninja. Rare, Metal Force Combination, Kombination, Wasserloch, Fallgrube und Kosmos-Zyklon. Sehr cool. Sehr schön. Das ist schön. Comments. Sehr interessant, wie spielbarer sie wurde mit der Zeit immer mehr. Ja, vor allem mit Trudeco. Ja. Vorne gerade, die belächelt war und jetzt. Ja, aber das ist halt fast Pflicht. Eigentlich fast immer so mit den neuen Spell and Trap Removals, außer mit Galaxiezyklon, der hat so nicht so viel gemacht. Twintwist war instant jeder hat gespielt. Ja, also Galaxiezyklon ist halt nur gut, wenn du ihn halt wirklich in Friedhof dumpen kannst irgendwie, ne? Dann ist halt, und sowas. Ja, dann ist halt cool. Aber sonst Geist ungeheuert, Avatar Zähmerin Winder, Zodiac Schweifpelz, mehr Zodiac, Masterpiece, der wahre Drachobezwinger. Der originale Masterpiece, woo! Ja. Not even good, bro. Eigentlich hat er das coole. Na, okay, ich sag einfach nichts. Er tränkt eine Spielkraft, sehr cool. Irgendwie, die Super Rares wiederholen sich so stark. Ich glaube, wir haben irgendwie drei unterschiedliche Super Rares gefühlt gezogen. Zodiac Eberbung, Vollmetalphose Fusion, dunkler Vertrag. Oh, diese mit den Entitäten. Warum haben sie die reprintet? Die will keiner sehen. Die spielt so keiner in DDD. Vielleicht wird die ja irgendwann stark, wenn ein bestimmter DDD-Support rauskommt. Das ist sicherlich. Und noch ein Kosmos-Zyklon, sehr cool. Viele haben sich darüber aufgeregt, statt sowas hier halt Windhexen rein. Ja, aber warum die guten Karten reprinten? Hä? Das hat doch keinen Sinn. Dann würden die Leute doch die Megatins kaufen. Also die Kosmos-Zyklone, warum die guten Karten reprinten? Kosmos-Zyklon auf null, nächste Banlist-Save. Was? Masterpiece untouched. Weil nicht reprinted, ne? Fusionsparasit, Metallfuse-Fusion, Meisterpiece, der wahre Dracho-Bezwinger. Ist er ein Bezwinger? Ja. Und Dimensionsbarriere. Ist er ein Bezwinger? Das ist ein Bezwinger oder ist er kein Bezwinger? Hey, bist du Bezwinger, Alter? Deal or no deal, Bezwinger oder nicht Bezwinger. Could you bet? Could you bet? Müssen wir auch mal wieder machen. Ja. Oh, Raubpflanze, Fliegenfalle. Stab des Magiers. Buntäugiger Wutdrache und so der Breitbulle, da ist er ja. Der Breite. Bebe. Oh Mann. Dann habe ich noch weg. Ich warte hier einfach ganz entspannt. Ja, mal ein bisschen entspannteres Case-Opening. Heldentausch, Metamorphomation, Wasserloch-Fallgrube und Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Ich weiß gar nicht, sind die Secrets überhaupt... Was ist da noch so drin eigentlich? Haben wir schon alle Secrets? Ich weiß es nicht. Können kurz einen kleinen Sneak Peek machen hier. Recap, ja. Der kraftvolle Virus ist gut. Nee. Ich hab keine drei gezogen aus dem Case. Stories. Ich meinte ein Sneak Peek auf das Recap. Ich glaube, da sind noch ein paar Secrets. Das wäre sonst langweilig. Raubpflanze, Fliegenfalle, Thun dunkler Magier, wahrer König Barastos der Fadenzähle und törichte Begebnisbeigaben, die heute verschwinden. Okay. Ich frag mich, ob Lithosage müsste doch auch drin sein. Das ist doch auch in... Aber der wäre eine Super Rare. Ne, Moment. Doch, der war in Rage of Tempest. Ja, oder wie wäre es mit einer anderen Super Rare, wie zum Beispiel Lithosage? Nicht dunkler Thun oder Magier. Ist okay, er ist einer der besten Thuns, die es gibt. Glaube ich. Er ist doch der Special, allein aus dem Deck-Special, glaube ich, ne? Angriff Schwarzflügel, Sayo, der Regenverberger, Mittelfuß-Fusion, war König auch niemals wieder verschwinden. Spoiler! Kraftvoller Virus. Heute sind wir ja endlich mal bei so einem Opening mal nicht in Slash-Studio, sondern bei mir. Ich bereite mich auf. Achso. Ich mache ja das ganze Ding auf, ich mache doch kein einzelnes Pack vor dir auf. Das wäre doch... Oh, Gofu. Yay, Gofu. Oh, Alter, was ist denn mit dem passiert? Ja, richtig, richtig. Guck mal oben, Alter, was für einen riesen Knick der hat, Alter. Oh. Hier sieht man den. Kann man das sehen? Ich glaub, doch, man sieht doch, es. Oh, Alter. Richtig reingekriegt. Hat jemand richtig reingefleischt. Metalfuß, Vollflamme, Metamorph-Formation. Oh, göttlich. Sternstopp, Cypher, Götterdrache. 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 Und Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Den hast du schon ein bisschen kennengelernt, ne, mit Dark Synchron. Ja. Haben wir auch ein schönes Video auf meinem Kanal gemacht. Übrigens noch so deine Theorie. Die Promos haben den Effekt.
Welchen Effekt? Die haben die neue, das neue Layout. Ah. Aber nicht die Karten aus dem Set. Dann macht ja deine Theorie Sinn. Also hast du die alten Karten. Wahrscheinlich, ja. Da frage ich mich, wie sie es mit dem nächsten Jahr mit den Negativen machen oder einfach die Maximum Crisis sagt, scheiß drauf. Sind bestimmt lazy und sagen so, oh, das eine Set bleibt halt allein. Ja. Das ist halt so. Screw the rules, we have money. Geist der Herbstwinde. Das finde ich gut. Ah, da ist Lito! Wahrer König Lito sage das Desaster. Metallfusion mit Trillium. Ey, guck mal Abwechslung. Und Kosmoszyklon. Ich glaube, haben wir mindestens das Playset. Ich glaube, mehr. Ich glaube, es müssen schon 4-5 sein. Das ist ziemlich gut. Vielleicht sollte ich 9 Kosmoszyklone spielen. Kyber Corporation. Rare. Elegante Dreh. Das ist keine Rare. Käfer Matrix. Überfallrapter Booster Couch. Dino Nebel Spinos. Oh, wieso lese ich die Karte wieder vor? Drachenkernhexerin. Palizische Anomalie Kalaris, Sternstaub, Cypher, Götterdrache und Hungergift, Fusionsdrache. Ich lass mich hier verwirren. Ja, alle Karten, die hier, alle Comments, die hier drin sind, die haben wir in den letzten Jahren oder in allen Openings, Special Edition Openings, regulären Openings, Case Openings, haben wir schon so stark drauf eingegangen. Ich will nicht nochmal drauf eingehen eigentlich. Auf was? Wir haben von allen Sets eigentlich ein Case aufgemacht, außer so, von ja. Shining Victories. Da ja, haben wir aber auch ja. irgendwie 3 Displays hier aufgemacht und noch eine Special Edition. Das reicht eigentlich. So viel haben wir darüber geredet. Raubpflanze, Fliegenfalle. Zodiac Radbier, ach, die ist auch drin. Hey. Blockdrache und Zodiac Drachzack, Alter. Aber Radbier brauchen wir doch demnächst gar nicht mehr. Ich frage mich überhaupt noch, warum ich mein Zodiac Deck behalten habe. Warum habe ich nicht einfach die Megatin aufgemacht und dann einfach aufs Turnier gegangen? Naja, vielleicht wusstest du nicht, dass die Zodiacs hier drin sind. Das ist so gut, dass die Zins so früh da sind, ne? Meister mit den blauen Augen, nein, ich lese nicht vor. Heldentausch, wahrer König, die zu sagen, das Desaster. Wahrer König, Agnimasut, der Verschwindende. Und wahrer König, Hungerkift, du sollst sagen. Schade, ich hätte gern ein Playset gehabt. Oh, stell dir vor, Zodiacs werden nicht gehittet auf der Banlist. Alter, gehen die Karten dann hoch. Das glaubt keiner. Guter Gag. Dedegelehrter Thomas, Vollmetalphose Fusion, Zodiac krasse Klinge und kraftvoller Virus als Secret Rare. Plop, 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 plop. Ich weiß nicht, wir haben jetzt ein neues Mikrofon-Setup hier mal ausprobiert. Ich hoffe, man hört uns besser oder auch nicht. Ich weiß es nicht, mal sehen. Soundcheck war okay. Oh, geiler Name. Den habe ich eben schon erfolgreich vorgelesen. Geschwindigkeitsreut Denden Daiko Duke. Bisschen englischer diesmal. Vorverbereitung der Riten. Sternstaub, Cypher, Götterdrache. Sternstaub, Cypher, Götterdrache. Zodiac Breitbunde. Yeah, mehr. Gute Karte. Oder Mare. Mare. Ja, damit sind lustige Kombos möglich. Vor allem mit Link jetzt, oder? Mit den ganzen Tokens kannst du richtig ab. Ja. Oh Gott, ich habe doch Kombos gesehen, aber das will man nicht spielen, wenn man keinen Platz dafür hat. Superstarker Samurai Schleichninja. Superstarker Samurai, hey! Nicht genug eingesendet in mein Abo-Post-Openings. Ich habe ganze 50 Deckkurs oder so. Ihr wisst, was das heißt, nicht aufhören. Priesterin mit den blauen Augen. Slash, ne, du bedankst dich nochmal für die ganzen Ageni und die Meeresburgen. Fällt dich weiter ein. Der Ageon. Wie heißt der? Ageni und die Meeresburg, ja. Also es ist schon fast mein Windows oder mein Borlien. Ja. Aber ich möchte gar nicht, dass das wird, weil er ist der fucking Common. Ja, also, du willst eine Holo haben. Du bist eine Ulti, ne? Priesterin mit den blauen Augen. Zodiac Tiger Mörser und ertränkende Spiegelkraft. Davon haben wir gar nicht so viele gezogen. Wir sind so stark abweichend vom Opening, wir machen nur anderen Stuff. Du willst schon weiter aufmachen, wenn ich noch dabei bin. Ja, mach dich bereit. Geisterungeheuer Avatar Zähmerin Binder, Palaziosche Anomalocaris, buntäugiger Wutdrache und Kosmoszyklon. Alter, wie viele Cyclins sind hier drin? So. Ja. Guck mal, zum vorletzten Pack bei mir. Geschwindigkeitsroid Den Taiko Duke. Vorbereitung der Riten. Vorvorbereitung der Riten. Wasserlochfallgrube und Seemannse des Theseus. Hey, auch noch drin. Hey, der ist richtig geprintet. Ja, das sind alle seit nicht first. Der nicht first hat. Aber ich habe auch die Originalen, noch hier alle behalten. Wenn der gut wird irgendwann, Alter, wenn die Missprints gut sein. Aber wieso letztes Pack, du hast noch einen Tin? Ja, letztes Pack von der Tin. Achso. Ne, ich habe nicht vorletztes Pack oder so gesagt, ich weiß nicht. Ich habe irgendwas gesagt. Ja. Ich sagte Dinge. Drachenkernhexerin. Das ist eine. Wie heißt das? Kein Effektmonster, das muss ich ja vorlesen. Viele Jahre des Drachentötens haben diese Jägerin in unfassbaren Mengen Blut baden lassen. Jeder Tropfen gab ihr mehr Kraft, aber zu einem furchtbaren Preis. Denn ihr verfluchter Körper verbreitet den Drachengestank wie eine Seuche. Kein Dorf nimmt sie mehr auf und sie hat mittlerweile sogar die Beweggründe für ihre Kreuzzüge vergessen. Richtig tiefer. Für ihren Kreuzzug vergessen.
So viel Zeit muss sein. Rangsteigerungs-Zauberstart für die Phantomritter. Sudiergrasse klingen und gründlich um. Stimmt, da waren auch nicht viele. Erst die zweite. Ja. Wir brauchen Playset. Jo. Gut, dass wir noch ein paar Packs haben. Toads. Yeah. Rangsteigerungszauber, Sprungkraft, Metamorphomation, wahrer König Barastos, der Fadenzählende und dunkler magischer Kreis, die haben wir jetzt auch das erste Mal. Stimmt, die haben ja auch hier einen Reprint. Beide, auch die Navigation, haben wir noch gar nicht gezogen. Ist die auch eine Secret? Das ist auch eine Secret, eine Trap. Ah. Deswegen sind die noch so wertvoll, die Originalprints, weil wahrscheinlich die Shorts sind hier. Gut, dass ich noch zwei magische Kreise habe. So unter Dark Illusion. Okay. Das stimmt, Alter. Dafür haben wir Kosmoszyklon Overkill, Alter. So, das ist jetzt wirklich mein letztes Pack. Ehrlich? Nimm ganz, das letzte raus. Ganz, Mann. Ganz ehrlich. Meister mit den blauen Augen, Würfelverwertung, begrenzte Karten. Ist die nicht verboten? Nein, es gibt auch unbegrenzte Karten, aber die sind beide nicht verboten. Ich bin dumm, verzeiht mir. Verboten, ein dunkler Vertrag mit dem Sumpfkönig, Würfelops, magisches Brecherfeld, Fusionsrecycling-Anlage, Paleosusha, Anamalocaris, Sternstaub, Cypher, Götterdrache und Zudirk, Sperrfeuer. Kann man ja nicht genug haben, ne? So, du bist dran. Du bist dran! Aufpassen, Copyrights! Für Werbetreibende nicht geeignet, das Video instant. Okay, müssen wir wohl die Matte tauschen. Enges Trompeter. Ich mach bei dem letzten Pack genauso wie du und dann lese ich dir auch vor. Okay. Nochmal. Metallfose Goldfahrer. Dieser goldene, glänzende Buggy macht mit schurkenkurzem Prozess. Was für wunderbare Räder mit einem stümperhaften Tölpel. Also ein super Rare-Grand Slam, ja. Das stimmt. Magier der dunklen Illusion. Guck mal, jetzt kommen Super Rares, die wir bisher noch gar nicht hatten. Wahrer König Agnimasund, den tausendfachen Verschwindenden und noch ein hungriger Fusionsdrache. Das ist doch toll, wenn man mehr Megatens kauft, kann man mehr Kartenvariationen. Das wundert mich, dass das auf dem Case wirklich die Verteidigung so komisch ist. Ja. Oh, Abrisspanda, den habe ich auch nicht so viel gesehen eigentlich. Mhm. Angeschwarzvögel, Sayo der Regenverberger, Metamorphomation, Masterpiece, der wahre Draco-Bezwinger und dunkler magischer Kreis. Oh. Sehr gut, vielleicht. Magier-Navigation vielleicht noch, damit wir alle haben? Ich hoffe, die ist hier drin reprintet. Ich glaube schon. Letztes Pack of Destiny. Ich weiß nicht, in welchem Pack die drin waren. Beide waren in Dark Illusion. Ah. Das ist ja hier mit reprintet worden. Ja. Totem 5. Meister mit den blauen Augen. Das war so nach der Reihe. Shiny Victories für Blue Eyes und dann Dark Illusion für Dark Magician. Mit den ganzen Support. Da waren auch die Blue Eyes Toon Magician und Magier des Dunklen. Ah, alles. Da war der ganze Dark Magician Stuff drin. Alles macht auf einmal Sinn. Oh, Künstlerkumpel Rettichpferd, Wunder Xyz, Künstlerkumpel Glülux, König Scharlach, Super Anti Kaiju, Kriegsmaschine Mechadoran. Haben wir überhaupt irgendeinen Kaiju gezogen? Das ist der erste. Aber es gibt ja. Moment. Es gibt ja nur zwei. Es gibt ja nur Donnerkönig und ihn. Weil das sind ja die letzten gewesen aus der letzten Bike. Der ist nicht spielbar. Ist es ein normaler Kaiju? Nein, die ganze nichts. Kann man nicht special, nein, ne? Nein. Aber wie kriegt der denn einen Attack? Der ist kacke. Hallo? Ja, genau. Der ist eine Kacke und liegt jetzt auf Super Rare Staffel. Aber stimmt, es gibt nur noch Dönerkönig. Dönerkönig. Den Blitzeinschlag Kaiju, der wieder heißt. Vorbereitung der Riten. Buntäugiger Wutdrache und. Törichte Bekenntnisbeigaben. Okay, sehr interessante Rarity-Verteilung. Fantastisches Pendel. Mechenschweif-Schläfer. Künstlerkumpel Kettengiraffe. Paläozoischer Leancholia. Psi-Höhlen-Multifredder. Und Doppelcypher. Bevor wir unsere Karten gleich mal durchsortieren und gucken, was für Rarities wir überhaupt Verteilung haben und ob irgendwelche Karten fehlen, noch einmal für alle, die vielleicht hierher zum Video gekommen sind aus dem letzten Jahr, vom letzten letztjährigen Case-Opening. Wir haben immer noch die Promo-Packs. Yay. Yeah. Achso. In einem der Promopacks ist Ghost Ogre Super Rare. Das ist ziemlich cool. Ich hab die anderen jetzt aufgemacht. Ich hoffe, das war okay. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Gut, wir werden kurz aufräumen, dann sehen wir uns zum Recap wieder. Bis gleich. Gut, kommen wir zu den Super Rares. Steigen wir ein erstmal mit den Dark Magician Karten. Haben wir zweimal den Toon Dunklen Magier. Einmal den Magier der Dunklen Illusion. Zweimal den Stab des Magiers. Dann haben wir zweimal den Lithosagium bei den True Kings, die Super Rares sind. Da gibt's ja nur einen. Dann bei den Zodiacs eine Radpier und zwei Schweifpeitschen. Das ist lustig. Wenig. Es sind weniger, als man das Display gezogen hat aus Raging Tempest, das stimmt schon. Zweimal Priesterin mit den blauen Augen, dann bei den Palazzischen nur ein Opabinia und dreimal Anomalocaris dafür. Bei der Vorvorbereitung durften gleich fünf Stück. Bei den Spells haben wir allgemein ein bisschen viel, so bei den Rank-Ups die auch vier Stück, dann die Metamorphomation haben wir dann auch gleich fünf Stück. Die Metaphose-Fusion zweimal, die Vormetaphose-Fusion zwei und die Metaphose-Kombination auch zwei. Gott, Fusion, Kombination!
Richtig geiler Rhyme. Dann kommen wir zu den Ultra Rares. Bei den Zodiacs haben wir die Rasseklinge, haben wir als Quadset den Tigermörser zweimal. Die Wasserloch-Fallgrube als vier Stück Ausgabe. Quartett heißt das. Quartett, ja, Deutsch. Ist ein lateinischer Begriff, oder? Auf jeden Fall zweimal den weißen Stein der Uralten. Hätte ich gerne im Playset gesehen, das wäre schön. Zweimal Blockdrache. Dreimal den Meisterpiece. Dann Agnemasut haben wir gleich fünfmal. Das ist ziemlich solid. Dann Barastos dreimal. Wutsdrache viermal. Sternstaubgötter Cypher-Drache viermal. Einmal den dunklen Vertrag mit den Entitäten und ein Mithrilium. Und uns fehlt halt eine Ultra-Rare. Und zwar nämlich der Shiranui Solitär. Dann machen wir weiter mit den Secret Rares. Eine Sache vor noch. Die Karten sind Mint. Keine Beschädigung an den Karten, haben wir eben festgestellt und nochmal genau geguckt. Das ist ziemlich cool. Endlich mal. Ja, endlich mal. Wir haben dreimal Zodiac Drachzack, zweimal Zodiac Breitbulle, ein Playset Speerfeuer, vier hungrige Fusionsdrachen, ein Playset törichte Begräbnisbeigaben, ein Playset kraftvoller Virus, einen blauäugigen Zwillingsausbruchdrachen, zwei ertrinkende Spielkräfte, zwei grödlich umwerfend, ein Seemonster, zwei dunkle magische Kreise, ein Playset Geisterschnitter und Winterkirschblüten, ein Playset Dimensionsbarriere und ganze vier Kosmoszyklone. Ja, und auch bei den Secret Rares fehlt uns eine Secret Rare, nämlich die Magier-Navigation. Die Trap tatsächlich hat uns noch gefehlt. Sehr überrascht, die Verteilung ein bisschen random wieder mal hier und da. Einiges zu viel, einiges zu wenig. Aber bei Megatins ist es halt sowieso mal so ein bisschen entspannender, was das angeht. Das ist nicht so predictable. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Uns hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr selbst Interesse an sowas habt, wenn man sich wirklich mal ein Case gönnen will, ich glaube, Megatins ist echt das Einfachste, wo man einsteigen kann, weil das ist halt nicht so teuer im Verhältnis zu einem richtigen Display. Ich glaube, ein Display-Case kostet über 600 Euro und ein Megatin-Case kostet so um die 150 Euro. Und wenn man halt mal einfach mal viel haben will, dann ist das eigentlich ein guter Einstieg, vor allem mit den ganzen guten Reprints. Ob die nachher dann so viel wert sind im Verkauf oder so, ist halt eine andere Sache. Ist aber halt super, damit einzusteigen. Also, falls ihr Interesse an sowas habt, checkt auf jeden Fall Trader Online ab. Die haben einiges davon in Stock. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem der nächsten Openings wieder. Das war's dann hier von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.